Oberösterreich kocht wird Ihnen präsentiert von Haker Küche und Maximarkt. Herzlich willkommen zu Oberösterreich kocht. Willkommen in einer neuen Staffel mit immer noch gut aussehenden Gesichtern. Christian Göttfried ist wieder mit dabei von Göttfried Essen, Trinken, Schlafen in der Linzer Altstadt. Und ich darf gratulieren, frisch gebackener Dreihaubenkoch. Ja, habe die Ehre. Ja. Habe die Ehre. Wir reden gleich noch drüber. Sag nur, was du heute kochst. So, was machen wir heute? Wir machen heute ganz was Leichtes und was Schnelles. Wir machen heute so einen kleinen Spieß mit Hühnerbrust, Garnelen, ein bisschen Paprikamarmelade dazu und einen schönen Zitronenjoghurt. Paprikamarmelade, das klingt interessant. Mhm. Wow. Geht auch zum Frühstück. Wirklich? Ja, zum Katerfrühstück. Katerfrühstück, gut. Auch das gibt es bei dir wahrscheinlich ab und zu. Also, mach ich es für wen, weil ich kenne einen. Ja. Ich kenne jemanden. Sag, was ich machen darf. Wenn es so gut ist, du kannst mal gleich mit direkt die Paprika einfach in so große Stickel schneiden, das ist ja genau im Dings, und die dann versuchen zum Schälen, bitte. Ja, okay, und das schäle ich im kalten Zustand oder soll ich es irgendwie mit heißem Wasser überbrühen? Im kalten Zustand, ganz normal. Ich schneide gleich direkt einen Zwiebel für unsere Paprikamarmelade. Du, drei Hauben! Ja, lustig. Wie funktioniert das eigentlich? Erklär uns das als Laien. Wie bekommt man Haube? Was ist da das Prozedere? Keine Ahnung, wirklich gar nicht. Also es ist für mich wirklich selber ein bisschen undurchsichtig. Yeah. Ernsthaft, weil es gibt ja so viele verschiedene Führer. Yeah. Und wir legen jetzt auch nicht so den Riesenwert auf das. Yeah. Ja. Uns ist meistens lieber, wenn viele Gäste da sind. Yeah. Aber es ist natürlich in einer Stadt für einen, der fremd ist, immer sehr, sehr wichtig, dass man in Führer gut bewertet ist. Man wird einfach dort, sag ich mal, blind getestet. Mhm. Außer man kennt wen, aber nein, Spann. Und Zucker ganz kurz karamellisieren. Und dann, ja, dann kommt halt irgendwer, probiert das Essen von dir und dann ist das entweder. Aber du wirst überrascht damit. Du wirst überrascht damit. Wir wissen es in der Tat nicht bis zu dem, was herauskommt, an dem Erscheinungstag praktisch. Wo warst du, wie du das erfahren hast, dass du eine dritte Haube? Oh, keine Ahnung. Ich weiß es nicht mehr. Aber schau, dann am Abend schon eine Flasche Sekt auf. Ja, selbstverständlich. Ich sage ganz wichtig auch für mein Küchenteam. Ist ja trotzdem eine super Bestätigung und die freuen sich natürlich richtig. Und ich freue mich auch, es ist ja sowieso nicht. Ja. Macht das mehr Stress, die dritte Haube, oder ist das jetzt ist wurscht? Komplett. Piep. Ja, egal. Okay. Aber super, gratuliere. Gefällt uns auch wirklich. Und das ist ja auch was Schönes, wenn es so ist. Cool. Und jetzt? Und jetzt? Kannst du das eh noch? Bitte? Ja, kannst du das eh noch? Ich habe nichts verlernt. Wir kochen ja im schweren Lockdown. Ach so. Und ihr habt die Takeaway gehabt zu viel, gell? Die Gläser. Ja, Takeaway in Gläser. Wir machen auch Takeaway am Wochenende nach wie vor, also warmes Essen. Und in unserem Shop, was wir daneben neu gemacht haben, das ist ja richtig schön geworden. Da war früher so ein alter Plattenladen drinnen. Mhm. Und da haben wir jetzt die Möglichkeit gehabt für einen Durchbruch und haben wir dort praktisch wie so ein Weinbar gemacht, das André. Ach so, ich hab mir gedacht, du hast eine Platten aufgenommen für einen Durchbruch. Einen Plattenspieler haben wir da wirklich reingestellt, das cool ist. Ja? In Memoriam, sehr schön. So, das gießen wir jetzt auf mit ein bisschen Weißwein. Mhm. Etwas von unserem beliebten süßen Essig. Soll ich das würfeln oder irgendwie so? Ja, das soll ich dann ganz klar würfeln und ein paar größere Stickel lassen wir, dass wir den Spieß dann noch schön machen können, bitte. Ah, okay. Aber das, die größeren, die kann ja ich machen, oder? Genau, und das Weiße müssen wir bitte ausschneiden. Ich weiß raus, In Zwiebel hauen wir jetzt da mal schon das erste Mal rein. Mhm. Etwas Curry geben wir da gleich dazu. Ein Sternanis. Passt immer in der Küche. Perfekt, schon her. Reicht das für die Spitze? Ja, das reicht locker. Mhm. So. Jetzt ist lustig, wir haben einen roten Paprika, wir haben einen gelben Paprika und einen grünen Paprika. Mhm. Und du hast mir vor der Sendung gesagt, der grüne, den meckt sie ja eigentlich nicht so. Der grüne ist in Wirklichkeit was Unreifes in der Tat, ja, das stimmt. Es ist, jeder Paprika am Anfang wird der grüne Paprika wird erst gelb, dann rot. Mhm. Grundsätzlich, gibt natürlich jetzt, die sind schon extra wahrscheinlich gezüchtet, dass die dann so gelb bleiben. Ja. Aber die Paprikafarbe am Schluss ist rot. Okay. Schau, wenn du so gut bist, wenn du da noch einmal ganz kurz drüber schießt. Die Abschnitte
Stelle ich gleich mal klar für das. Und so kleine Würfel. Paprikamarmelade, wo ist das Rezept her? Das ist irgendwann einmal entstanden, das haben wir als Beilage zu einem Lamm versucht. Mhm. Und es hat uns so gut geschmeckt, dann sind wir drauf gekommen, dass das eigentlich sehr universell einzusetzen ist. Also irgendwie ist das ja schon fast ein bisschen eine sommerliche Küche, die du da für uns zauberst. Ja, aber da haben wir jetzt auch unbedingt das Bedürfnis, kommen wir vor jetzt schon danach, oder? Dass man jetzt einfach, dass die Sonne scheint, dass man irgendwas Leichtes zum Essen kriegt. Absolut. Was ist das Feedback der Gäste? Freuen sie alle schon, wenn die Gastronomen endlich wieder aufsperren dürfen, die Wirtshäuser? Ja, wir haben natürlich auch das Riesenglück, dass wir immer in Kontakt bleiben durch das, dass wir heute halt unseren Shop geöffnet haben. Aber ich glaube schon, dass sich die Menschen grundsätzlich sehr, sehr freuen. Es geht einfach auch darum, dass man nicht mehr allein essen muss. Und ja, es wird schon werden, glaube ich. Ja, wir sind alle sehr positiv. Gar nicht so freie Motto, es freut uns, wenn es regnet, weil wenn es uns nicht freut, regnet es auch. Wenn es so gut bist, du kannst noch die anderen das einfach klarschneiden. Mhm. So. Das finde ich besonders reizvoll, was du da mitgebracht hast als Dreihaubenkoch. Ananas aus der Dose, wie man sie eigentlich aus den 50ern kennt, oder? Das ist ein bisschen Toast Hawaii. Eins meiner Lieblingsgerichte ist Toast Hawaii. In der Tat, wirklich, weil ich mag das so gern. Götti, also kleine. Einfach in kleine Würfel, das haben wir da gleich zu unserem Paprika dann dazu. Mhm. Ich gehe es noch einmal ganz kurz nach. Toast Hawaii. Wann hast du deinen letzten Toast Hawaii gegessen? Ostersonntag. Ernsthaft? Ja, voll gut ist das. Das geht nur um die guten Zutaten. Mit so einem guten Toast von einem guten Bäcker. Mhm. Und den Saft aus der Dose, den habe ich aufgehört. Schau, das ist noch da vorne in dem Stammball. Ja. Ich weiß schon, dass du dich gefreut hast, aber das ist nur der Dosensaft. Ich habe mich sehr gefreut, ja. Halt! Nein, kannst du alles reinlegen. Bitte, könnt ihr nicht in der Staffel. Okay. Legen wir das gleich am Anfang fest. Magst du mal gleich die Garnelen schön? Ja, gerne. Am allerbesten, dass wir hinten das kleine Zipfel hinten oben lassen, das schaut immer gut aus, finde ich. Okay, und gibt es einen Trick? Magst du mir einmal sagen, wie es kehrt? Ja, sowieso. Vielleicht für unsere Seher. Das sind jetzt zum Beispiel schon Garnelen, die sind hinten eingeschnitten, das heißt, der Darm ist schon entfernt. Ich finde, es schaut immer so klar aus, wenn ich das mit meinen Wascherhänden mache. Und das Spitzel lassen wir einfach hinten oben. Perfekt. Dann schaut das schön aus. So mache ich da das. Wie groß die Garnele auf einmal wirkt. Ah ja, bist du narrisch, ja. Also ein toller Effekt. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Ah, schau her, das habe ich da gemacht. Das ist ein bisschen Surf and Turf, finde ich, modern interpretiert, oder? Ja, natürlich ein bisschen Surf and Turf, aber das passt natürlich auch gut. Das lässt sich auch super kombinieren, weil es ja auch durch das eiweißhaltige Gericht, also die eiweißhaltige Komponente in Wirklichkeit, dass es auch sehr gut zusammenpasst. Jetzt nehmen wir so ein Paprika. Mhm. Haben wir so ein Händel drauf. Genau. Und jetzt? Ich mache jetzt bewusst so eine Schleifen, damit es dann auch schneller geht, damit wir ungefähr den gleichen Zeitpunkt dann auch haben als wir die Garnele. Okay. Dann steckt man eine Garnele. Nach der Garnele nehmen wir einen grünen Spargel. Der Spargel ist aber hoch, gell? Der, das ist uns recht. Der brät sich perfekt aus dann, genau. Mhm. Dann nehmen wir eine gelbe. Achso, nein, Blödsinn, sind wir noch mehr Händel, dass wir nicht Gemüse an Gemüse haben. Mhm. So. Einmal die Gelbe und einmal Garnele. Dann haben wir zwei schöne Spieße. Mhm. Also schöner, dann hätte ich die machen lassen sollen jetzt den zweiten auch noch. Nein, wieso, das passt doch gut. Ich glaube, wir schaffen es. Da Garnele hast du so gut draufgelegt. Jetzt tue ich einfach noch ein Händel dazu, weil es ewig schon ist. Eben. Garnele, dann hast du da so. Dann noch einmal ein Händel. Jetzt vertausche ich es nochmal. Gib mir Ruhe. Mir gefällt das sehr gut, wie du das da machst. Da ein gelbe Ding, Klaue von dir. Nur mehr Garnele. In der Zwischenzeit salze ich das nochmal ganz kurz. Dann mal Händel und passt. Perfekt. Da, jetzt kennt man zum Beispiel so ein Stückchen von denen auf. Ich gebe das mag ich total gerne. Ich gebe jetzt zu, dass du das vergessen hast. Nein, habe ich nicht vergessen. Das ist so ein Salatherz. Ja. Aber das passt extrem gut, wenn man das brät, schmeckt das extrem gut. Als Abschluss. So ein schöner Abschluss, schau her, schneiden wir zusammen. Ich mag auch kriegst du ein bisschen länger, wenn es so klein ausschaut, schau. Dankeschön. Zack, boom. Na bitte. Dann mal die Spieße einmal ganz kurz pfeffern. Etwas salzen.
Ich mariniere das jetzt mit einer oberösterreichischen Bio-Soße. Was? Ja, also Bio-Sojasoße, komplett aus Oberösterreich. Geh auf. Nur der Pilz praktisch für die Fermentation, der kommt aus Asien. Aha. Der Rest ist alles aus Oberösterreich. Wow. Soja aus Oberösterreich, ne? Bitte. Einen Löffel Butter brauchen wir da jetzt noch bitte zum Binden. Da oder dort? Da? Da, genau. Mhm. Und da braten wir jetzt mit etwas Erdnussöl. Super. Einfach rein, genau. Geschehen lassen oder rühren? Das geht dann einfach zusammen am Schluss mit der leichten Reduktion, was dann jetzt noch ist. Gut. Wird das gut passen. Danke. Dann kannst du uns gerne den Joghurt bitte, wenn du magst, zusammenrühren. Mhm. Dafür nehmen wir etwas Schale von der Limette. Die ist grün, ist die Limette. So. Ei. So. Perfekt, und dann pressen wir ein bisschen den Limettensaft bitte rein. Gerne. Warte mal. Die Spieße, ich fange jetzt an zum Anbraten. Ja. In der heißen Pfanne. Salz, Pfeffer auch noch in die Soße? Ja, unbedingt bitte. Und wir geben jetzt ein bisschen eine Zitronenschale. Immer ohne Weiß. Wofür ist das? Für die Frische? Einfach für den Geschmack, genau. Das geben wir dann ganz am Schluss geben wir das dazu und übergießen wir das ganz leicht noch. Darf ich fragen, ob du da in diese Soße noch was reinhaben möchtest? Also ich mache da wirklich nur eine Limette. Ja. Ein schönes, kräftiges, fettes Joghurt. Ja. Salz und dann kannst du es schon probieren, ob das passt. Ja, die Butter hat sich schon komplett eingekocht. Jetzt kriegen wir schon so ein schönes, sämige Marmeladen-ähnliches Dings. Das können wir dann wirklich, weil in der Tat, wenn Sie das fertig gekocht haben, einfach in ein Glas zum Beispiel erfüllen. Das Glas traut man zu, halt wie eine Marmelade im Kühlschrank, einwandfrei. Ich werde das sicher ausprobieren, weil eben so wie du sagst, diese Paprika-Marmelade ist ganz was Außergewöhnliches und passt zu so vielen Sachen dazu. Auch zum Rindfleisch kann man es gut vorstellen. Spitze, absolut. Man kann, glaube ich, auch so Schlupfkrapfen damit füllen. Weißt du, was ich meine? So ja, raus, also in der Mitte. Ja, in der Mitte. Glaube ich gewiss, ja. Obwohl ich finde, das Beste für so einen Schlutzkrapfen, gell, ist eine Hagebuttenmarmelade. Das mag ich so gern. Wow. Mhm. Okay. Habe ich ganz lange nicht mehr gehabt, Hagebuttenmarmelade. Schau, die Zitronen, die da jetzt so einfach einmal drüber strahlen. Wir dann noch jetzt einen kleinen Schuss von dem Erdnussöl dazu. Okay. Ein Schluckerl von unserem. Was hast du da? Super Olivenöl. Super Olivenöl, auch von einem Linzer. Geh auf. Ja, wird zwar nicht aus Kana gemacht, aber ist auch von einem Linzer. Okay. Carleone. Schön. Denkt, dass er oberösterreichisch. Genau, Karl. Ja. Das übergießen wir jetzt ein bisschen. Das lassen wir da jetzt einfach anbrasseln. Lassen wir einfach anbrasseln. Mhm. Der Frühjahr will eine Temperatur haben, funktioniert auch spitze am Grill. Ja. Ja, unsere Marmelade wird fertig. Dann lassen wir sie ganz kurz mit diesen herrlichen bunten Bildern alleine, machen ihnen ein bisschen Gusto und nach einer ganz kurzen Pause geht es weiter bei uns. Die ganze Woche billig. Jetzt bei Maximarkt die besten Produkte eine ganze Woche billiger. 25% auf alle Teigwaren, Reis, Essig und Öl. Zum Beispiel Rechers Goldmarke. Jetzt nur 1,32 Euro. Maximarkt ist entstanden. Entdecken Sie die HK Jubiläumsküche 90 in 8 verschiedenen Farben und zum Fixpreis von 11.490 Euro exklusive Gerätepaket. Diese limitierte HK Küche mit Anti-Fingerprint-Oberfläche trifft den Zeitgeist perfekt. Mehr dazu auf hk.at. Gleich geht's weiter mit Gmundner Milch im Original Gmundner Keramikdesign. Oberösterreich kocht wird Ihnen präsentiert von Haker Küche und Maximarkt. Ja, herzlich willkommen zurück bei Oberösterreich kocht. Schön, dass Sie mit dabei sind. Christian Götzfried kocht heute für uns. Was machen wir? Was ist schon fertig eigentlich? Wir haben schon fertig unsere wunderschönen Garnelen-Händelspieß. Gemacht natürlich optisch auch extrem viel her mit ein bisschen Paprikamarmelade und ein bisschen Zitronenjoghurt. Und eigentlich sind wir vom Anrichten. Limettenjoghurt, oder? Bitte? Limettenjoghurt. Ah, Limettenjoghurt, genau. Die grüne Zitrone, ich hab's vergessen. Gehen wir's an. Es schaut super aus. Ja. So bunt. Das so Tellerchen. Das übergießen wir jetzt noch ein bisschen, dass das oben schon glänzt, wenn wir das mal richten.
Gut, aber das ist natürlich was, was man dann hoffentlich bald im Sommer auf den Griller werfen kann. Perfekt wäre das dann, genau. Du, und Garnele und Hühnerfleisch haben wir kein Problem, dass das gleichzeitig fertig ist. Wie gesagt, deswegen haben wir auch das so in so Schleifen geschnitten, dass es auch wirklich dann beides noch schön saftig bleibt. Gleichzeitig ist es. Trotzdem da ein bisschen noch so ein bisschen drüber. Schauen Sie, Paprika, Marmelade, was wir da jetzt haben. Mhm. Die gießen wir da jetzt ganz leicht drauf. Rückgang gab es dann nehmen. Haben Sie auch schon Hunger zu Hause? Schaut toll aus. Hey, ich habe mir passend zum Essen angezogen. Ah ja, stimmt, du kannst dich nicht anputzen. Wie cool. Großartig. Mache ich immer. Also ein Tupfer bitte vom Joghurt bitte. Ja, aber wohin? So seitlich, oder? Genau, so seitlich, ziemlich nah bitte. Mhm. Ja, sauberer der Tellerrand. Wie schöner schaut es aus. Mhm. Ja. Das, wenn Sie ganz wenig Joghurt machen, können Sie es so machen. Ich will ganz viel Joghurt, aber ja, ich glaube nicht, ich will, dass es schön ist. Ja. Na gut. So, das ist doch perfekt, oder? So ein Nuckerl. Schau, da verdecke ich deine Potzen, dann ist es auch wieder gut. Ach, meine Potzen. Ich glaube es auch gar nicht. Magst du zusammenfassen, was du da gezaubert hast? Wie gesagt, unsere kleinen Spießerl mit Garnele, mit Händel, Paprikamarmelade, Limettenjoghurt. Super gut, super gut. Und wir haben alle Rezepte für Sie zusammengefasst. Und außerdem gibt es vom Maximarkt was zu gewinnen, einen Gutschein im Wert von 50 Euro. Schicken Sie uns einfach eine Mail, warum gerade Sie diesen Gutschein gerne hätten. Und wir wünschen viel Glück beim Mitmachen. Und jetzt, Michael, die sehen wir einen Drei-Hauben-Koch, Sie mit dem Spießchen spielen. Okay. So, super, genau. Einfach rein. Das schaut toll aus. Bitte. Mahlzeit zu Ihnen nach Hause auch und danke fürs Kochen. Sehr gerne. Super, dass du in der Staffel wieder mit dabei bist. Freut mich sehr. Was nehme ich denn? Das Hühnchen. So, warte, am besten ist ein Stückchen Hühnchen, ein Stückchen Garnele. Ist eh, aber weißt du, ich möchte dann doch so dezent wie möglich und kleine Stücke verkosten, damit ich keine Nachricht habe. Mahlzeit. Mmh. Wow. Frisch, fruchtig. Warte mal, das Paprikamarmelade mag ich noch kosten. Wow. Sehr gut, gell? Richtig gut. Kann man ein bisschen Ingwer dazu geben, oder? Sowieso, Alfons. Da hat es was gegeben. Der Ingwer wurde vergessen, aber wenn Sie wollen, da kann ein Ingwer natürlich dazu. Ganz, ganz, ganz gut. Bin schwer begeistert. Super Start in die Saison. Ja, und so schön leicht, gell? So schön leicht und wir freuen uns und so soll die ganze Staffel sein. Wir sind positiv gelaunt und natürlich alle am Set negativ getestet. Danke fürs Einschalten. Ich muss auch noch rühren, das ist wirklich echt. Ja, das ist sehr gut. Großartig ist das sogar.